Herzlich willkommen. Im heutigen Video geht es um ein Klassiker-Thema, nämlich den Rückruf und warum der Rückruf bei den meisten Leuten nicht funktioniert. Natürlich erfahrt ihr aber auch, was man da macht, dass das Ganze gut funktioniert. Ja, wir sind heute hier auf unserem Platz und haben ein paar Trainings gemacht, unter anderem mit der Lotte. Und die Lotte hat tatsächlich auch ein Problem gehabt mit dem Rückruf. Und da arbeitet man ja immer über unterschiedliche Methoden. Das Erste, was man dem Hund natürlich immer beibringen sollte, ist, dass es einen Grund gibt, zum Hundehalter zurückzukommen. Das heißt, wir arbeiten über die Motivation, wir nutzen die Motivation des Hundes aus. Dazu belohnen wir den Hund. Und wie wir den Hund belohnen, das ist natürlich wie bei allen Sachen immer, das habe ich ja ganz oft schon gesagt, auch hochgradig individuell. Ich kann einen Hund mal sozial belohnen, einfach mit dem Hund Spaß haben als Hundehalter. Ich kann mit dem Hund ein Beutespiel machen. Ich kann auch einfach mal Futter nehmen. Ich kann auch die Wertigkeit des Futters erhöhen beim Hund. Es gibt da ganz, ganz viele Methoden letztendlich. Es gibt aber eine Sache, die ganz, ganz häufig falsch gemacht wird oder warum der Rückruf wirklich nicht zuverlässig funktioniert. Und das ist einfach, weil eben nicht nur über diese Motivation gearbeitet werden sollte. Selbst wenn ich einen Hund belohne und der Hund kommt ohne Ablenkung zuverlässig zum Hundehalter zurück, dann habe ich meistens doch ein Problem in einer Situation, die wirklich kritisch ist. Und das sind dann Situationen wie der Hase rennt gerade irgendwo am Feld oder es kommen andere Hunde. Der Hund findet diese Hunde spannend, möchte da irgendwo mit den Hunden spielen oder es gibt eine große Ablenkung für den Hund. Dann klappt der Rückruf dann nicht. Dann sagt man immer, ja, normalerweise klappt der, aber da klappt es nicht. Und das hat meistens immer die Ursache, dass der Hund nie eine Konsequenz für Nichtkommen gelernt hat. Ja, der Hund weiß ja in dem Moment, okay, es lohnt sich für mich, dass ich komme. Also heißt, es wird positiv belohnt. Der Hund hat also einen Grund, zum Hundehalter zurückzukommen. Aber häufig passiert Folgendes. Der Hund ist dann irgendwo und hört nicht. Und in dem Moment hat der Hund ja Erfolg. Das heißt, der Hund hört nicht auf seinen Halter. Er rennt weg. Er rennt mit anderen Hunden. Er jagt den Hasen. Er, weiß ich nicht, stellt den Fahrradfahrer, was auch immer so ein Hund da alles tun kann. Diese Verhaltensweisen sind aber für die Hunde selbst belohnt. Das heißt, die Hunde haben Spaß daran und lernen dann natürlich, okay, wenn ich das Kommando, also den Rückruf von meinem Halter ignoriere, folgt Spaß. Ich kann das ignorieren ohne Konsequenz und habe dann trotzdem Spaß. Das heißt, das Ignorieren des Rückrufs wird in diesem Moment belohnt. Und das ist genau der Grund, warum der Rückruf nie zu 100% funktionieren wird. Was können wir also dagegen tun? Nachdem wir die Motivation des Hundes gefördert haben, nachdem wir dem Hund auch deutlich gemacht haben, was wir von ihm wollen und der Hund kommt gerne zurück, arbeiten wir gezielt mit Situationen, die den Hund ablenken. Und da fange ich natürlich erstmal klein an und werde dann von der Ablenkung immer größer. Bedeutet also, kleine Ablenkung könnte sein, ich gehe mit dem Hund irgendwo draußen spazieren, vielleicht einfach nur ein anderes Umfeld, das kann schon reichen. Vielleicht nutze ich mal genau die Situation, wo der Hund gerade irgendwo schnüffelt, wo er sich gerade irgendwo festschnüffelt als Ablenkung. Und dann erhöhe ich das, dann nehme ich vielleicht einen anderen Mensch, der kommt, dann nehme ich einen anderen Hund, bis dahin, dass ich vielleicht als anderer Mensch mit dem Hund gerade da bin, diesen Hund fütter oder mit dem Hund irgendwie ein Spiel macht, das ist natürlich dann schon eine sehr hohe Reizlage. Da muss ich mich langsam steigern. Es ist also elementar, dass ich es schaffe, meinem Hund auch deutlich zu machen, dass es eine Konsequenz hat, wenn er meinen Rückruf ignoriert. Wie man das technisch macht, ist wieder hochgradig individuell. Es gibt sehr sensible Hunde, da reicht wenig. Es gibt Hunde, die sind nicht so sensibel, da muss ich ein bisschen deutlicher mit denen agieren. Und technisch gibt es da auch verschiedene Varianten. Einmal kann ich natürlich die Schleppleine dran machen. Das sollte ich dann sowieso immer beim Training des Rückrufs machen. Natürlich dann mit Geschirr. Dort kann ich dann den Hund erstmal aufhalten, verhindern, dass er Spaß hat, dass das selbstbelohnende Verhalten eintritt, dass er den anderen Reiz erreicht. Das ist ganz wichtig. Ich kann auch über einen kleinen Impuls arbeiten und so den Hund abbrechen in der Situation, wo er mich ignoriert. So, hier habe ich jetzt mal kurz korrigiert.
nicht lange an der Schleppleine gezogen, sondern nur einmal kurz rein, kleinen Impuls gegeben und damit den Hund unterbrochen. Noch schöner ist es eigentlich, wenn ich das Ganze schaffe, sozial zu machen. Das heißt, ich gehe zum Hund hin und nehme körpersprachlich Raum ein. Also ich arbeite den Hund ein bisschen auf Distanz. Ich schicke ihn ein Stückchen weg. Ich sage, ich bin mal ein bisschen sauer, dass du jetzt mich so ignorierst. Auch da reagieren Hunde sehr, sehr gut drauf. Da muss man natürlich auf Zack sein als Hundehalter. Man muss schnell sein. Man darf auch keine Hemmungen haben, dann wirklich in den Konflikt mit dem Hund zu gehen im richtigen Moment. Und die Hilfsperson sollte natürlich auch geschult sein, dass sie da ein bisschen aufpasst, dass der Hund sein Ziel nicht erreicht, also dass er das Futter nicht wirklich frisst, wenn ich mit Futter ablenke, oder dass er, wenn es eine Beute ist oder ein anderer Reiz, dass er das nicht wirklich bekommt. Wenn ich das aber ein paar Mal wiederhole, dann haben die Hunde das relativ schnell verstanden und dann kann ich das nach und nach auf den Spaziergängen integrieren und kann dann natürlich auch den Schwierigkeitsgrad sukzessive nach oben schrauben. Wenn ich das so mache, in kontrolliertem Umfeld, mit kontrollierten Reizen, dann habe ich gute Chancen darauf, dass der Hund das sehr, sehr schnell versteht. Und wenn ich es dann noch schaffe, das in den Alltag zu integrieren, dann bekomme ich einen Hund, der wirklich 100% zuverlässig auf den Rückruf hört. Und dann brauche ich das auch gar nicht mehr. Dann kann ich ja wirklich auch über die Motivation, über den gemeinsamen Spaß arbeiten. Das ist einfach eine ganz tolle Sache. Das macht uns Menschen ja sowieso mehr Spaß, letztendlich mit den Hunden so zu agieren. Und ja, wenn ihr das nochmal genau sehen möchtet oder Probleme habt, wir haben ja auch einen Kurs dazu, den Rückrufkurs. Guckt es euch mal genau an, da haben wir ganz, ganz viele verschiedene Varianten auch dargestellt, wie man das macht. Aber ich hoffe, dass ihr hier schon mal ein paar Sachen mitgenommen habt und vor allem diesen Fehler nicht mehr macht. Also guckt, dass ihr da auch eine Konsequenz habt, wenn der Hund mal wirklich nicht auf euren Rückruf reagiert. Ich wünsche euch einen tollen Tag und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und uns einen Daumen nach oben zu hinterlassen, wenn euch das Video gefallen hat.